So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest im Dunkeln. Oder aber, wie manche ihn auch nennen, den Verhungersimulator. Wir haben es in der letzten Folge geschafft und sind irgendwie aus dieser Höhle rausgekommen. Und haben dabei einfach mal, keine Ahnung, wie viele Eingeborene weggesnackt. Jetzt sind wir gerade auf dem Heimweg. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir ihn nicht schaffen werden. Weil wir gleich irgendwie unachtsamerweise irgendwo so einer Patrouille in die Arme laufen. Ist halt zum Glück auch gerade gar nicht dunkel oder so. Aber ich robb hier einfach mal so schön gemütlich durchs Unterholz. Damit der Schritt auch mal sauber wird. Oh, da hinten sind schon wieder Symbole gewesen. Einfach rennen und ins Bett legen. Hauptsache der speichert. Ist eine Idee, glaube ich, oder? Ah komm, jetzt kann ich auch weiter schleichen hier. Jetzt wird schon nichts mehr passieren, sagte er und starb. So, schlafen. Schlafen. Oh, wir haben es zurück zum Camp geschafft. Und die Sonne bricht an. Ein schöner Tag wird es werden. So hoffte er. Mit einem leeren Magen stand er dort und trank sich eine Soda. Nicht fort, denn wir haben nur noch eine. Da wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein müssen, weil es vielleicht bestimmt die nächsten wieder angekreucht kommen, müssen wir jetzt halt irgendwie gucken, dass wir irgendwie gerade mal sowas zu essen finden. Was bist denn du? Was ist so ein Busch? Das ist ja halt nicht immer so derbe duster wäre, ne? Was liegt darum? Oh, ich glaube, das ist was zu essen. Das ist was zu essen. Bleib hier. Bitte bleib hier. Bitte bleib hier, ich muss was essen. Hallo. Scheiße. Mädels, ich verhungere hier doch. Das ist doch kein Spaß mehr. Könnt ihr nicht einfach mal hier bleiben und euch essen lassen? Wie sich das so für liebe Tiere gehört? Nein, ich glaub's nicht. Ich bin zu blöd. Ich werde sterben. Einfach weil ich nicht in der Lage bin zu jagen. Was? Wo ist das Vieh hin? Oh Gott, nein, da kommen die schon wieder. Die Nachbarn kommen schon wieder vorbei. Die haben auch echt nichts zu tun, oder? Ich habe mich doch gerade erst aus deren garstigen Klauen befreit. Und schon kommen sie mir wieder auf die Pelle. Super. Die Fallen muss man irgendwie auch, keine Ahnung, irgendwie fixen. Die andere Patrouille von rechts kommt gleich wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Warum auch nicht? Wir haben es doch noch früh am Tag. Da können wir ja einfach mal alle drüben vorbeigucken, was der Otto denn da drüben so baut. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder entdeckt und sterbe. So, und ich brauche jetzt hier so ein Lurch. Oh, ab zum Essen, ab zum Essen, ab zum Essen, ab. Ganz schnell essen. Ganz, ganz doll schnell. Dann anfachen. Dann Inventar aufmachen. Kanickel reinlegen. Kochen. Inventar aufmachen und ein bisschen Rüstungswert dazu packen. Ja, schön. Deine Arme sind jetzt schön speckig. Übrigens ist unser Wall auch bislang echt
richtig abwehrend. Wie lange brauchst du noch? So, wie sieht es eigentlich hier effigy-technisch aus? Haben wir einen Kopf? Natürlich, einen Kopf haben wir nicht mitgenommen. Das letzte, was fehlt, haben wir nicht mit. Super. Ganz prima. So, und jetzt gehen wir nochmal kurz ein bisschen auf Jagd. Da können wir uns nämlich gerade mal ein bisschen was auf Vorrat in die Tasche tun. Weil wir haben ja mal wieder praktischerweise alles aufgegessen. Da ist doch zum Beispiel noch so ein Varan. Zack, kann man noch einen. Und da war ein Kaninchen. Das holen wir uns jetzt auch. Du kommst mir nicht mit lebendem Leben davon. Wo ist es hin? Bist du ein Kaninchen? Nein. Kaninchen. Das ist ein Varan, den will ich nicht. Ein Varan oder eine große Eidechse oder was auch immer das sein soll. Dich wollte ich. So. Sehr schön. So, zurück zu unserer Lokgeschichte. Lag hier nicht nur irgendwo einer rum? Keine Ahnung. Den habe ich wahrscheinlich weggeschmissen vor Angst. Und hat sich einer der Eingeborenen geschnappt als überdimensionales Liebesspielzeug. Kann ja auch sein. Und ich will immer noch wissen, ob man diese Dinger irgendwie wieder reparieren kann. Ich glaube, da muss ich irgendwie mich mal schlau machen vor der nächsten Folge. Weil, wenn das jetzt ewig hier so kaputt bleiben würde, das fände ich ja schon ein bisschen doof. Aber kann man dann wahrscheinlich auch nicht ändern, ne? Weil ich meine, ist ja kein Problem, einfach mal das Ding wieder hochzustellen. Würde ich jetzt so sagen. Was war das für ein Geräusch? Ah, okay, ich habe diesen Buschbaum da kaputt gehauen. Das macht natürlich immer Psch. Habe ich zumindest so gehört, dass es das immer tut. Der Vogel fliegt einfach mal eiskalt hier durch unsere Achsbewegung durch. Schlechte Idee. So, wir haben hier ein paar Loks. Die nehmen wir gerade mal mit. Und tun die erstmal ganz schnell hier reinklicken. Vielleicht werden wir irgendwann ja nochmal fertig, bevor das Ding hier wegrollt. Komm her, komm her, komm her. So, haben wir schon mal ein bisschen weiter gebastelt hier. Ist ja schon mal was. Hier liegt auch noch so ein Lok drin. Das Stück hier nehmen wir mal mit eben. Und das Ding stellen wir mal direkt hier dran. So. So langsam, aber sicher kommen wir ja mal hier in Richtung Wall wird fertig. Wenn uns jetzt nicht wieder die Onkel und Tanten von nebenan begrüßen kommen. Das kann man ja hier nicht immer so ausschließen. Toll, jetzt hat er wieder den Stock in der Hand. Ich glaube, ich spinne. Der hat schon wieder den Stock in der Hand. Danke. Machen wir es direkt nochmal hier an so einem Baum zu schaffen. Wir brauchen ja noch ein kleines bisschen Holz. Und vielleicht sind bis dahin auch mal wieder die Nachbarn da. Vielleicht bringen die mal ein bisschen Tee mit oder so. Nicht mal nur Arme und Beine und den Sand. Apropos Arme und Beine und so ein Schmand. Wir haben noch auf jeden Fall ein oder zwei mitgenommen beim letzten Mal, als die hier auf einmal in unserer Base drin standen, oder? Meine ich zumindest. Ich kann mich auch irren, aber ich war mir fast sicher, dass wir da zwei Stück mitgenommen haben. Müssten die da nicht noch irgendwo rumliegen? Weil dann könnten wir endlich mal unseren ersten Effigy hier anzünden. So als Abschreckung. Dann kommen die vielleicht gar nicht mehr hier hin. Plinks. Oder waren die gar nicht richtig tot? Haben die nur so getan? Kann natürlich auch sein. Stöcke können wir also scheinbar nicht mehr mitnehmen. Dann waren die scheinbar noch gar nicht richtig tot. Oder die haben die mitgenommen. Kann ja auch sein. Die häuslichen Herrschaften hier. Oh, guck mal, hier liegt noch ein Lok rum. Stellen wir mal direkt hier dran. Jo, passt doch ganz gut eigentlich. Haben wir da eigentlich einen Baum schon angefangen abzuhacken? Den können wir aber auch da lassen, würde ich sagen. So ein bisschen grün in der Basis schadet ja auch nicht.
Ist aber zum Glück auch nur eine Dreierpatrouille. Aber die gehen auch direkt wieder weg hier, glaube ich. Ah, das war die Patrouille vom See. Weil die werden nicht auf Ewigkeiten immer nur so ankommen und gucken und dann, ach oh nö, hier ist bestimmt gar gut, ob da jetzt einer mit der Axt auf den Baum einhaut oder ein Specht ist. Gut, ein Specht ist ein bisschen schneller. Oh Gott, da kommen sie. Steine können wir auch keine mehr nehmen. Toll. Ich glaube, die laufen aber direkt vorbei, oder? Die kommen gar nicht erst hier hin. Nee, ich glaube, die laufen direkt vorbei. Ist gut. Wenn die jetzt hier angerannt kommen, dann haben wir natürlich voll, sind wir voll in Popo gekniffen. Aber da tun die bestimmt nicht. Die laufen schön brav vorbei. Ja. So ist das. Ich glaube, da oben ist irgendwo ein Dorf oder so. Das Schlimme ist, wir müssen schon wieder was essen. La 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 la, Baumfeld. Kommen jetzt hier entgegengerollt. Drei Loks haben wir auch tatsächlich noch. Da liegt auch noch einer da ganz hinten. Der kommt dummerweise nicht direkt zu uns gerollt. Aber das macht ja nichts. So, und dann werde ich gleich hier auf jeden Fall mal... Warte mal. Kommt das von hier vorne bedienen? Nee, auch nicht. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall mal nachgucken, aber hat mir bestimmt auch schon einer in die Kommentare reingeschrieben, wie man das mit den Pfeilen macht, ob das überhaupt geht. Bei meinem Glück wahrscheinlich sowieso nicht. So... Schlawenzeln wir einfach mal fröhlich durch die Gegend zu dem Lok hier und nehmen den mal einfach mit. Wir nehmen jetzt auch nur den einen mit, weil mehr brauchen wir gerade sowieso nicht. Wo auch immer. Ah, da unten hängt er. Unter der Axt. Hat er unter die Axt geschraubt. Der hat jetzt doppelt so viel Wumms. Und das gleich essen wir auf jeden Fall erstmal nochmal so ein Kanickelchen. Oder so ein Lizard, weiß man noch nicht genau. Keine Ahnung, auf jeden Fall was essen. Das ist wieder den Stock in der Hand. Toll. Mach erstmal Feuer an. So, und dann legen wir uns da jetzt erstmal ein lecker Kaninchen drauf. Kaninchen to go. So, und wenn das fertig ist, würde ich sagen, dann machen wir auch direkt wieder einen Cut. Dann können wir in der nächsten Folge weitermachen. Dann lege ich mich mal ganz kurz eben aufs Mett, damit gespeichert wird. In der Hoffnung, dass es das auch wirklich tut. Werde ich dann zweimal drücken und dann sollte es auf jeden Fall klappen irgendwie. So, aufgegessen haben wir und jetzt sind wir auch ganz kurz eben gesnackt. Z für Schlafen. Für Sleep. So, da macht das gerade. Jetzt ist Duster, das ist schlecht. Also nochmal schlafen. Sollte es jetzt gleich hell werden. Kann man das vorher irgendwie ausmachen? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!